Hallo zusammen, ich bin's, Timo. Hi, ich bin's, der Ratter. Und das ist der Auftrag. So, wer fängt jetzt an? Ja, machen wir doch Ladies first. Richtig. Dann fange ich mal an. Jetzt bin ich gespannt. Soll ich es vorlesen? Ich dachte, das wäre wenigstens handgeschrieben. Also, lieber Timo, das ist dein Auftrag. Du kümmerst dich ja immer gerne um das Teambuilding. Deswegen rufe in einem Restaurant in Stegersbach an und reserviere einen Tisch für 24 Personen. Ach ja, eine Kleinigkeit noch. Bring im Telefonat folgende 5 Flachwitze unter. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil Tannen zapfen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Ich habe gerade den DJ angerufen. Er hat aufgelegt. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Warte ganz kurz, musst du einen davon machen? Nee, alle 5, ne? Alle 5? Ja. Oh, wow. Ruft ein Mann ein Sandwich an, aber es war belegt. Du trittst im Duell gegen deinen Teamkollegen an. Für jeden untergebrachten Flachwitz erhältst du einen Punkt. Bei Punktgleichheit gewinnt der, dessen Gespräch länger gedauert hat. Zeigt, dass du dem Auftrag gewachsen bist. Ganz liebe Grüße, dein Team von 96TV. Geil. Boah. Puh. Und du musst jetzt in einem Restaurant anrufen, du musst alle 5 unterbringen. Mhm. Dann mal gucken. Bistro Stegersbach. Alles klar. Kann ich hier mal ganz, kann ich dir noch mal vorlesen? Ja. Also, warum steht ein Pilz im Wald? Weil Tannen zapfen. So. Ich bring die schon unter, keine ja, Sorge. Ja, und was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. So, ich habe gerade den DJ angerufen. Aber ich kann ja nicht beim Dönermann jetzt anrufen. Der hat doch keine Tische für 24 Leute. Was ist grün und steht vor der Tür? Der Trummer hat gute Bewertung. Ja, geschlossen. Die haben alle geschlossen. Also, es ist wie es ist. Es ist schon spät und eigentlich sollten wir auch schon schlafen, aber wir werden ja noch abgehalten. In Stegersbach hat nichts mehr offen. Und deswegen rufen wir jetzt doch mal lieber in Hannover an. Wir haben 21.12 Uhr. Ich hoffe, dass ich nicht mir da irgendwas versaue und da nie wieder hin kann. Sagst du deinen Namen auch? Klar. Ja, Hübers hier, hallo. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Tisch für 24 Personen für einen Donnerstag. Ist da was zu machen bei euch im Biergarten? Im Biergarten? Wir haben Donnerstag wahrscheinlich gar nicht auf. Donnerstag? Das Wetter schlecht ist. Ja, das ist nicht so. Das entscheiden wir dann am Tag vor Ort. Okay. Dann halt dann Donnerstag Vormittag nochmal anrufen, ob wir dann wirklich zu öffnen. Weil wenn das Wetter so wie heute ist, haben wir gar nicht erst auf. Okay, können Sie mir einen Tag nennen, wo Sie garantiert aufhaben? Ich habe gerade mal nachgeguckt, am Samstag ist ganz gutes Wetter. Geht es auch am Samstag? Garantieren kann ich Ihnen leider nicht. Aber okay. Natürlich, wenn schönes Wetter ist, dann machen wir natürlich sehr gerne auf. Okay. Also sonst einfach das über Social Media, ich kann das gerne vermerken und das dann an den Biergarten weiterleiten, wenn okay. ihr jetzt 24 Leute kommen wollt. Aber ja. Wenn das Wetter halt krass ist, dann haben wir leider nicht was haben Sie für Bier da? Wir haben das Tegernsee, das Elbecker. Weil da kenne ich einen ganz guten Witz zu. Noch. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil Tannen zapfen. Also der ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Und da dachte ich, ich muss den einfach mal loswerden. Okay. Ja. Okay. Das ist ganz normal, wenn man vom Conti Campus Richtung Küchengarten fährt. Das ist da auf der linken Seite bei euch, genau, ja? Genau. Auf der linken Seite, genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Wie sieht's mit Musik bei euch aus? Habt ihr irgendwie eine Band da oder so? Das ist immer unterschiedlich. Okay. Das kommt jetzt wirklich drauf an, ob sich das halt lohnt, ob man jetzt letztens hatten wir auf jeden Fall Live-Musik da. Weil ich habe gerade halt einen DJ angerufen, aber der hat aufgelegt. Ja, sorry, ich habe das irgendwie so an mir. Ich hatte halt einen DJ angerufen, aber hat aufgelegt. Verstehen Sie? DJ aufgelegt, aber hat aufgelegt. Ja.
Sorry. Wie sieht's aus? Kann man bei euch auch eine Kleinigkeit essen? Oder? Ja, das kann man auch. Ja? Ja. Ja, das kann man auch. Weil das war halt ähnlich. Ich habe letztens einen Mann angerufen mit einem Sandwich, aber es war belegt. Wissen Sie? Ach so, okay. Ganz witzig. Mein Gott, also. Ja, wie lange habt ihr ungefähr offen? Darf ich das noch fragen? Kommt auch darauf an, wie was los ist. Aha. Natürlich am Wochenende ein bisschen länger, aber wenn es sich dann nicht mehr rentiert, dann schließen wir. Ja, ja. Und wann machen Sie auf? 23 Uhr. Kommt auch darauf an, wie das Wetter ist zwischen 15 und 17 Uhr. Weil einen hätte ich dazu noch, wenn ich dann irgendwie, ihr habt wahrscheinlich eine Tür oder ein Tor. Wissen Sie, was grün ist und vor der Tür steht? Nee. Soll ich es Ihnen verraten? Ja. Ein Klopfsalat. Okay. Aber wie ist. Einen letzten habe ich noch. Einen letzten, ja. Wirklich, dann ist auch gut. Weil ich weiß nicht, ist bei euch ein bisschen Geräuschkulisse, ist ja wahrscheinlich auch immer. Und da versteht man auch nicht immer alles. Wissen Sie, was am Strand liegt und undeutlich redet? Nee. Eine Nuschel. Okay. Alles klar. Alles klar. Gut. Das merke ich mir. Ja, nee, aber dann weiß ich ja soweit alles. Samstag, so ab 19 Uhr und ich rufe einfach morgens nochmal an, ne? Ja, genau, würde ich auch. Am besten vormittags nochmal durchrufen und dann hören wir auf jeden Fall mehr. Alles klar. Ja? Gut, dann tut mir leid für die schlechten Witze. Ich hoffe, tut mir leid. Also, bis Samstag vielleicht. Schönen Restabend. Ebenso. Ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott, hast du großartig gemacht, muss ich sagen. Fünf Witze alle untergebracht. Aber du hast natürlich auch einen geilen Gesprächspartner gehabt, ne? Ja, die war... Herzlich. Hast du gewusst, wer da ist? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Aber ich wusste, dass die Leute da sehr, sehr zuvorkommend, sehr höflich sind. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich bei so einem Chinamann oder beim Sushi-Laden anrufe. Ja, du hast jetzt natürlich einen Erfahrungsvorsprung. So, du musst irgendwo, natürlich überlegen, wo ist. Aber ich kenne meine Aufgabe. Du kannst auch in Hernau anrufen. Ja, ja, genau. Richtig. Aber ich kenne meine Aufgabe noch nicht. Ja, stimmt. Hast du jetzt echt nach dem Wetter gegoogelt? Ja, weil ich wollte wissen, wann gutes Wetter ist in Hannover, damit wir im Biergarten gehen können. Aber hier steht doch Samstag, da ist Gewitter. Nee. Du hast dich schön verarscht gerade am Telefon, ne? Du hast dich schön verarscht. Ja, komm. Aber sie hat mitgespielt. Ja, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Großartig. So, hast du jetzt geguckt, wie lange das war? Warte. Ich meine, hätte ich die noch in der Leitung halten müssen, oder wie? Ich würde es ihm jetzt auch nicht verraten. Nee, ich sag's dir nicht. Nee? Ah, das war dumm. Das war echt dumm. Also die hätte noch eine halbe Stunde mit mir telefoniert. Ja, definitiv. Also, definitiv. Aber die wären die Witze ausgegangen. Ja, aber sie fanden es gut, muss ich sagen. Sag ich ja, du hast einen großartigen Gesprächspartner gehabt. Muss auch sagen, so. War auch gut gemacht. Ja? Pass auf, liebe Leute, jetzt bin ich dran. Oh Mann, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Arschkarte gezogen. Ne? Hätte ich mal als erstes angerufen. Also, lieber Ratter, das ist dein Auftrag. Falkensteiner Hotels sind immer eine Reise wert. Deswegen... Rufe beim Schlosshotel in Velden am Wörthersee an und reserviere ein Zimmer mit Meerblick. Ach ja, Kleinigkeit noch. Bring im Telefonat folgende 5 Komplimente unter. Sie haben eine wunderbar sanfte Stimme. Sie machen auch häufiger Sport, oder? Sie haben wunderschöne Augen, junge Frau. Oh, was ist denn, wenn da so ein Typ ist? Kann ich auch sagen, er geht auch, bestimmt. Okay, Ihr Lachen ist so süß wie Honig. Der schönste Ort der Welt ist dort, wo Sie sind. Du trittst im Duell gegen deinen Teamkollegen an. Für jedes untergebrachte Kompliment erhältst du einen Punkt. Bei Punktgleichheit gewinnt der, dessen Gespräch länger gedauert hat. Zeig, dass du dem Auftrag gewachsen bist. Ganz liebe Grüße, dein Team von 96TV. Schloss am Wörthersee. Ich würde sagen, ein bisschen ambitionierter die Aufgabe. Muss ich zugeben, ja. Findest du? Jetzt kommt. Weil ich meine, das ist... Ja, ich guck was machst du denn, wenn die gar nicht lacht? Ja, du weißt aber auch ganz genau, dass die am Empfang dürfen niemals auflegen. Die sind stimmt, ja so höflich. Stimmt, das auch. Schloss am Wörthersee, kennst du die Serie? Ich war da schon zweimal im Trainingslager tatsächlich. Achso, ich dachte, du hättest da mitgemacht früher irgendwie. Ja, warst ein bisschen auch zu jung. Gastrolle. Gastrolle. Habe ich früher geguckt mit Roy Black, war toll. Alter, du bist, glaube ich, der Einzige bei uns in der Mannschaft, der das noch aktiv miterlebt hat. Okay, das liegt aber bestimmt... Das war frech. ach, guck mal, hier ist er sogar drin. Oh mein Gott. So, viel Glück.
Toi, 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 ich muss mal kurz überlegen. Wer ist da bitte? Entschuldigung. Ah, Sie haben aber eine wunderbare, sanfte Stimme. Finde ich toll. Hi. Hier ist der Michael Müller. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Zimmer gebucht bei Ihnen. Das ist jetzt im Moment leider nicht möglich. Meine Kollegin aus der Reservierung ist nur von 9 bis 17 Uhr im Haus. Okay, könnten Sie mir denn vielleicht ein bisschen was zu dem Hotel erzählen? Weil ich habe früher immer nur die Serie geguckt mit Schloss am Wörthersee und das Hotel hat mir so gut gefallen. Deswegen dachte ich rufe einfach mal an und reserviere ein Zimmer bei Ihnen. Darf die Kollegin Sie morgen zurückrufen vielleicht? Ja, das ist schwierig, weil ich morgen telefonisch nicht so gut zu erreichen bin. Wie schaffe ich es denn, Sie... Also wie gesagt, ab 9 Uhr ist sie dann zu uns erreichbar, wenn Sie anrufen wollen. Ja. Und wenn ich Ihnen sagen, dass Sie wunderschöne Augen haben, kommen wir dann weiter ins Gespräch? Haha. Leider nicht. Aber Ihr Lachen ist doch so süß wie Honig. Jetzt vielleicht? Leider nicht. Leider immer noch nicht. Okay. Leider nicht. Tut mir leid. Okay. Sagen Sie mir doch mal bitte Ihren Namen. Das ist mein Name. Hi. Machen Sie Sport? Also eigentlich habe ich jetzt nicht Zeit für Smalltalk. Nein? Nein. Schade, weil ich habe gedacht, dass Sie häufiger Sport machen. Ja gut, okay. Tut mir leid. Dann eine Frage habe ich denn noch. Ja, mache ich später, aber eine Sache habe ich noch. Der schönste Ort der Welt ist da, wo Sie sind. Und deswegen hätte ich gerne ein Zimmer bei Ihnen gebucht. Morgen ab 9 Uhr, bitte. Ja, okay. Ich versuche es dann nochmal und gebe mein Bestes. Gerne. Ja. Danke, wiederhören. Vierte, servus. Okay, ja, das war kürzer. Aber das ging ja auch gar nicht. Wie lange soll ich die denn noch da drin halten? Gut, also, hier sagen wir so, im Biergarten hat es geklappt. Ja, okay, warte doch mal ganz kurz. Aber wir waren noch mehr so auf einer Wellenlänge. Das ja, ich habe ja noch versucht, alles... Euch gab ein bisschen Knistern. Nee, wir waren nicht auf einer Ebene. Nicht auf einer Ebene, das haben wir nicht hingekriegt. Und du hast den Mehrblick vergessen. Aber ich glaube, dann wärst du sofort raus gewesen. Ja, aber du hast recht. Aber da wollte ich eigentlich später noch drauf hinaus, aber so weit bin ich gar nicht gekommen. Aber ich sag, du hast trotzdem alle untergebracht. Ja, sorry. Ja, Timo, hast du gut gemacht, muss ich sagen. Danke. Aber war auch ein bisschen ebenbürtiger Konkurrent, ungleiche Bedingungen. Ich habe es vorher gesagt. Ich fand meins auch einen Tick leichter, aber man muss auch erstmal nach Hause fahren. Ja. Ja, was sollen wir sagen? Glückwunsch. Danke. Ja. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, muss ich sagen. Die Leute hinter der Kamera mussten sich teilweise sehr zusammenreißen. Ich glaube, mehr als wir am Telefon. ja, und hoffe, dass dieses Video zahlreich geschaut wird. Ja, Timo, hast du großartig gemacht. War mir eine Ehre, mit dir sitzen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis nächste Mal. Ciao. Ciao.